Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, und Professor Ronen wollte mir noch eine Hausaufgabe geben. Herr Professor, hallo. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay. Wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay, dann leg ich los. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Hier bin ich richtig. Wo ist nun die Fliegende? Geschafft. Das war schwer. Und jetzt muss ich noch hier nach oben. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Ja, hier. Ach hier. Klasse. Was war's? Auftrag erledigt. Professorchen. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ja, geht so. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Oh ja. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Mhm. Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Mit Elan. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Okay, da ist zum ersten Mal ein anderes Zeichen. Also ich meine, was ich drücken muss. Dann geht es jetzt los. Na, da haben wir aber gerade noch so Glück gehabt. Reparo. Jetzt würde ich gerne die Statue da hinten reparieren. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. So mache ich das. Genau so. Sehr gut. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Ja, Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Herzschmerz. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Oi, oi. Reparo. Boah, ich bin schon Level 5. Ui, 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 ui. Da ist wirklich viel Schmerz. Ja, gut. Revelio. Und nun? Ja, also ich bin happy. Ja? Denn ich habe jetzt Revelio gelernt. Und jetzt muss ich Hogsmeade einen Besuch abstatten. Ich habe neue Sammlungen. Warum denn das? Weil ich den Vivanboden gesehen habe. Okay, schön. Kann es sein, dass nicht jedes Handbuchseite tatsächlich auch eine Geschichte hat? 2% der Herausforderungen schon erledigt. Wo guckst du hier? Eine Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung.
Schal des Klassenbesten. Aber den kriege ich noch nicht. Da muss ich erst noch was tun für. Gut, dann wollen wir was tun und wir wollen nach Hogsmeade. Glaube ich. Triff Nettie. Revelio. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Die schaut gar nicht mal so glücklich aus. Oh. Komm ich da nach da? Naja. Geht's denn dahin? Da geht's raus. Krass, Mann. Das schaut aus wie die Bibliothek. Und hier ist auch gleich mein Buch. Professor Black. Dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek aus ihrer persönlichen Erinnerung zu betrachten, dass sie ein neues Bewerbungsverfahren. Das ist äußerst störend und könnte Peeves im Vergleich zu Zeugen passend als Zahn bezeichnen. Hier kann ich was drehen. Hier auch. Was ist das denn? Revelio. Uiuiuiui. Ich kann hier was drehen. Ich kann hier was drehen. Ich kann hier was drehen. Hallo? Wie kommt man denn da dahinter? Es ist eine Art Revelio. Geheimgang. Wo man irgendwas drücken muss, schieben muss, ziehen muss. Katsching. Na, ja, erstmal das hier freischalten. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach. Revelio. Ja, da hätte er wohl die verbotenen Bücher. Aber ich bin hier falsch, kann es sein? Eine Truhe. Ein schwarz karierter Langmantel. Müsste da nach unten. Ich weiß nicht wie. Aber gut, das ist die Bibliothek. Da geht es einfach wieder die Treppe hoch. Dann bin ich hier. Dann gehen wir doch mal darunter. Es hat Pling gemacht. Oh, hallo Eule. Oh oh. Totaler geheimer Geheimraum mit einem festlichen Samintracht. Was ist denn die festliche Samintracht? Was kann die so? Oh, 7 Offensive. Ja, das sollte ich ja mal auf jeden Fall anziehen. Und ist auch optisch jetzt gar nicht so hässlich. Hä? Finde ich. Also muss ich mich nicht verstecken damit. Was habe ich noch im Inventar? Nix. Doch hier. Nachricht an Professor Black.
Und hier habe ich noch irgendwie irgendwas nicht entdeckt. Oh, das ist verschlossen. Warum das denn? Ach, da muss ich erstmal Level 6 werden. Und dann kann ich die Tracht anziehen. Ach, das ist der Mantel, den ich jetzt angezogen habe. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ja, das ist natürlich dann doof. Da muss ich erstmal 6 werden. Ich bin 5,5. Naja, schaffe ich schon. Dauert nicht mehr lang. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Wieder drücken und ich bin draußen. Sehr gut. Das freut mich sehr. Oh, die zwei. Geht's euch gut? Ja? Na gut, wenn es euch gut geht. Mir geht's auch gut. Revelio. Das hat Ding gemacht. Was bist du denn für einer? Wo denkt denn das immer? Da oben blattert irgendwas. Da steht sie ja. Servus. Hallo. Hallo. Oh ja. Natty, hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Mhm. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ja. Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Das finde ich gut. Biete mir. Das heißt jetzt Open World? Oder ist auch Hogsmeade nur eingeschränkt? Aha. So wäre er erstmal hier vor dem Schloss und es fängt an zu regnen. Das ist gar nicht mal so gut, wenn es regnet. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Ja. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Butterbier? Bin ich dabei. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Alterun? Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Reparo. Wollte ich nicht. Wollte eigentlich. Hier. Na gut. Sorry, gibt's keine. Ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Mhm, das glaube ich. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Okay. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Gedünstet? Ich hab Florfliegen, ich hab Florfliegen. Und zwar zweimal. Das sind Blumen, die Geräusche machen. Ich hab Florfliegen. Schmetterlinge? Sieh mal! Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Uiuiui. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Schick, schick. Hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten?
Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Oh ja. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Was schleppt er denn hier? Naja, da kann man schon sehen. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt Revelio viel zu entdecken. Revelio tut auch Ressourcen aufsammeln. Und jetzt kommt wieder der Loot Goblin bei mir durch. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich glaube. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mondstein? Oh. Hoffentlich wird es auch für mich ein Zuhause, ja. Ich würde hier gerne noch ein bisschen Zeit verbringen. Revelio. Auch hier oben gibt es die Katzen. Verwandlung ist mir schon immer leicht gefallen. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Wo ist der Hausmeister von Hogwarts? Hallo, ja, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Okay. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Du bist ja mein Hausmeister. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Hallo, Hull? Also, nicht, dass es mir hier nicht gefällt. Aber ich sollte vielleicht mal genau überlegen, was ich als nächstes mache.